Von mir kannst du anfangen. Fette Schweine. So, jetzt geht's weiter. Das Creme, weil da gerade wieder Chips isst. Christopher, immer noch bei uns, wie ich sehe. Sehr beeindruckend, mein Freund. Sehr beeindruckend. Schauen wir mal, wie beeindruckend du wirklich bist. Ich wollte nur sagen, auf Mikro hätte man mich kaum hören müssen. Und scheiß Rot! Ich sag's doch. Das ist doch nicht überflüssig, oder? Ohne. Au. Ah, Telefon! Das Telefon klingelt. Kann jetzt gerade nicht dran gehen und Mario auch nicht. Nein. Hatten wir ja schon mal gehabt. Okay, nochmal. Oh Gott, das ist ein besonderer. Okay, warte. Alter! Halt dich. Jo, Alter. Das ist echt für eine elegante Drehung drauf. Ja. So, will noch einer? Ja. Hä? Vielleicht bist du gut. Vielleicht hast du nur Glück. Wollen wir es. Klar, die Dinger sind ja auch wesentlich schwerer zu besiegen. Ja, öffne schön deine. Ich drücke. Ja, da komme ich durch. Ah, ne, das ist ein besonderer. Okay. Wer braucht denn schon eine andere Waffe? Oh, da ist noch einer. Okay, Schieß auf den Kleinen, der kann springen. Und der geht in die Luft, glaube ich. Nein. Doch. Geht er. Nicht. Christopher, wurdest ja fast erwischt. Was glaubst du, wie viel fast mehr davon du noch aushältst? Was? Die ganz fetten Zeichen. Weißer, ja. Spezialmoni. Ist das Weiße? Ja, das ist keine Weiße. Ach ne, das sind die Dinger, die jetzt explodieren. Nein. Die rumspucken und explodieren. Das müssen die gewesen sein. Alter, du bist doch eingegangen, scheiße, nimm dich rot. Brauch ich nicht. Jetzt brauch ich sie. Was haben wir denn hier schon? Ah, haben wir was Schönes? Nein. Genau. Dafür haben wir die Steroide genommen. Sind es doch irgendwo. Ist doch die meisten, ich kann es nicht genau. Au, noch was. Er sagt, explodiert. Jupp, lag da oben noch mehr auf den, genau. Dem Gitter oder was ist sonst immer. Okay, nichts mehr, okay? Ich hab nichts mehr übrig. Von mir bekommst du kein Mitleid, Arschloch. Ich weiß. Ich habe Schreckliches getan. Furchtbare Dinge. Verarscht uns. Deine Männer gekillt.
gefoltert. Und ich habe jede Sekunde genossen, Soldatenjunge. Genau wie ich es genießen werde, dich brennen zu sehen. Start Countdown zur Detonation. Oh, hörst du das? Hört sich an, als sei deine Zeit vorbei. Tick, tack, Christopher. Tick, tack. Wenn du mich umlegen willst, leg mich um. Aber um Gottes Willen, halt endlich das Maul. Was? Oh, ich würde ja gerne bleiben und dich brennen sehen. Aber ich kann nicht. Ich werde woanders gebracht. Bye, bye. Nur noch ein bisschen. 7. Komm schon! Du stark! Oh. Ja. Mist. Sag das dem. Kann dir nicht laufen. Ey, dann nimm Helm mit. Erstmal essen. Oh. Wow. Wir haben noch zwei Stück, okay. Warum können wir nicht, ne? Da Chris, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Wir haben eine E-Mail abgefangen, die Lucas verschickt hat. Hört ihr das an? Umbrella und Redfield wurden erledigt. Sie loszuwerden hat Zeit gekostet, aber sie viel mehr. Ich kann euch die Daten noch liefern, aber danach sind wir quitt. Er denkt, ich bin tot. Könnte unsere Chance sein. Wem hat das geschickt? Das entschlüsseln wir noch. Schnapp du dir Lucas. Sag mir Bescheid. Ich glaube nicht mehr, dass wir da irgendwie noch eine Münze bekommen. Ich komme da nicht mehr zurück. Na, das glaube ich auch. Ja. Ah, nee, ist die andere Richtung. Sie ist noch nicht aktiviert. Ja, sie guckt in die andere Richtung. Nein, sie guckt in deine Richtung, aber sie ist nicht aktiv. Sieht aus wie auf dem Schiff. Oh, du hast... Alter, erst 8 Minuten? Was? Gut, okay, was ist? Guckst du an? Ich hab was gehört. Ich glaube, das ist hinter dem Raum. Verbrechen. Oha. Ach, warte mal. Könnten das diese Kreaturen sein, die dann immer so rumkotzen? Die Dicken? Ja, generell. Das hast du gehört. Das sind alles Menschen gewesen. Was steht da? WM 002. Zweite WM. Ich frage mich, warum die da so blöd rumstehen. Das ist die Facehacker. Ja. 001A. 001, ja. Warte mal, das war Evelyn, oder? Ja. Evelyn. Hallo, Evelyn! Du hast da, glaube ich, noch Dokumente oder so. Zwischen den Dingen. Da. Da, sieht man was? Money? Okay, dann warst du schon. Aber da gehe ich erstmal nicht durch. Naja, guck mal, was noch so. Ich wusste es. Ja. Alter. Ich wusste es. Oh, Handgranaten. Sexy. 11. Juni 2017. Ich hab die Schnauze voll von diesem Lucas. Die haben ihn zu leitenden Forscher. Das wäre irgend so ein Typ, der irgendwie mit der Kooperation macht. Der ist voll drin, diese Organisation.
Was denkt ihr denn, wer ich bin? Warum muss ich mit einem Masterabschluss in Mikrobiologie von Stanford unter diesen Idioten arbeiten? Der spielt ja immer nur mit den Testsubjekten rum, lässt sie sich gegenseitig bekämpfen und führt sinnlose Autopsien durch. Er ist krank, er weiß nichts über das Potenzial der E-Serie Mutamycets. Mutamycets. Nukular. Das Wort heißt Nukular. Im nächsten Meeting mit dem HQ werde ich seinen Verhalten melden. Hauptsache die ganze Zeit nebenbei am Fressen. Muss sein, nerven noch. Aber. Ich glaube, wir haben die Familie wird heimgesucht, ne? Der arme. Also nicht der arme Lux, der Lux ist irgendwie schon krank, aber. Der hat keine Ahnung, irgendwie. Wieso war der denn so. Warum hat der denn eigentlich nichts gegen Evelyn gemacht? Weil er wusste ja eigentlich was damit. Der hat mit Evelyn rumgespielt wahrscheinlich. Der hat wahrscheinlich Spaß daran gehabt. Lol. Der ist so einer. Hm. Oh nein. Oh ja. Der ist rechts im Raum drin. Lukas. Lukas. Seht ihr dich, wenn du noch ans Fenster rangehst? Ich kann nicht auf den ziehen. Okay, das mach ich gleich. Ich geh da gleich hin. Achso, jetzt willst du erst in den Raum rein mit den Kreaturen? Ne, ich will in diese eine Treppe hoch. Haben wir noch eine Treppe? Okay. Ja, ich könnte da. Das ist aber die falsche Richtung, die geht nach oben. Ich hab grad keine Ahnung, wo eine Treppe nach oben war. Irgendwas ist verpasst. Ja. Ah. Wahrscheinlich komme ich da auch jetzt dahin, aber ich will nur was testen. Ah ja, das wird die Tür sein, ja. Zu dem Lukas, ja, okay. Dann gehe ich erstmal zu den Kreaturen da unten. Spiel mit denen ein bisschen rum. Töte die alle. Nee, wahrscheinlich nicht. Hä? Hä? Ah. Lol. Ah, das wenn die taumeln. Das machst du immer, wenn die taumeln, kannst du dich auch so zu kaputt schlagen. Oh, das ist die eiserne Faust. Evelyn. Die kennen wir doch noch, die Puppen. Ist das unsere Frau? Also von Ethan? Keine Ahnung. Das ist sie doch, oder? Ist das nicht Zoe? Nee, Zoe sieht anders aus. Aber es könnte Evelyn sein und dann halt ihre Fake-Mama. Warte, war das ein Dokument noch daneben? Ja. Ja, okay, gut. Alter, vier Seiten. E-001 Protokoll, 26. Juli 2016. Gesundheitszustand gut, geistiger Zustand gut. Mutamycet Sekretion, normal. Mutamycet-Sekretion. Das Wort heißt Mutamycet-Sekretion. Nukular. Keine große Veränderung. Sie spielt nur den ganzen Tag mit Puppen. Hat heute zwei Typen in Molde verwandelt. Was? Wer? Die Evelyn. Lol. Sie spielt den ganzen Tag mit Puppen und noch zwei Leute im Wald, das war manisch. E001 Protokoll, 12. August 2016. Gesundheitszustand hustet, erschöpft. Geistiger Zustand leicht gestresst. Mutamycet, Sekretion mehr als üblich. Andere keine Ahnung haben. Nachdem sie mit Dad Ball gespielt hat, fing sie an, sich über Müdigkeit zu beklagen, hat ein Typ in einen dicken Mäulett verwandelt. Wenn er schlecht gelaunt ist, werden die Verwandlungen halt härter, oder? 1 Protokoll, 26. August 2016. Gesundheitszustand schlecht, geistiger Zustand gestresst. Mutamycet, Sekretion hoch, andere altert plötzlich. Sie altert ganz plötzlich, verliert Gewicht, Haare fallen aus, der totale Zusammenbruch. Je mehr sie schreit, desto mehr begibt sie sich. Der Killer ist stark kontaminiert. Kein offensichtlicher Grund für die Alterung, werden nach weiteren Anweisungen fragen. E01 Protokoll, 9. September 2016. Gesundheitszustand schwach, aber stabil. Geistiger Zustand wahnhaft, wirr, Mutamycet, Sekretion stabil, andere keine Angaben. Das Alter hat sich verlangsamt, scheint relativ stabil, habt das E-Nekrotoxin von der Firma bekommen, Befehl lauten es einzusetzen, wenn sie außer Kontrolle gerät. Und ich habe gedacht, ich sei ein Witzereißer. Frage ist, wer hat das geschrieben? Lukas? Das
war das für Modi? Das ist jetzt die normale Modi. Davor war jetzt die tolle Modi. Achso. Ja, dann auf zu Lukas. Yay! Lukas, wir müssen ein bisschen mit dir reden. Du warst ein böser Junge. Nein, nein, nein. Ja. Das sind die Letzten. Du bist das Letzte. Oh nein. Oh. So, warte. Lukas, wir kommen. Warte kurz. Oh, Leute, das ist doch ein anderer Raum. Was steht denn Strom aus? Vielleicht erschreckt er sich. Mann, was zum Teufel? Scheiße! Lukas! Das ist. Das ist eine verschlossene Tür, wie sind wir? Alter, wie schnell hat er die installiert? Ich habe alle Connections vorher schon umgelegt, die haben ihre Nasen Dinge gesteckt, die sich angehen, aber die haben ihre Nasen Dinge gesteckt, die sie nichts angehen, als sie dachten, ich schaue nicht hin. Aber ich wusste genau, was sie treiben. Mochten es wohl nicht, dass sie unter mir standen. Also habe ich sie in einem Käfig mit ein paar Mäulen geworfen. Sie haben sich in die Hosen gemacht und um ihr Leben gebettet. Ich hoffe nur, dass ich mir das Lachen verkneifen kann, wenn ich berichten muss, dass denen ein unglücklicher Unfall zugestoßen ist. Wahrscheinlich eine gute Gelegenheit, mich von den Connections zu trennen. Ich bin der Einzige, der Evidence Schimmelpilz gut nutzen kann. Jetzt kommen wir ganz zurück zur Kiste. Kann vielleicht nochmal gut sein, dass er da jetzt durchrennt. Zum Ende. Kaufe E-Daten, hab einen. Für Übertragung vorbereiten. Was war ich bei? Okay. Ich noch, aber gesendet. Die Dinge haben sich etwas im Ruder gelaufen, aber ich habe mich dumm gekümmert. Senden jetzt die E-Daten, sollte nicht lange dauern. Wenn das fertig ist, bin ich raut. Hat sich erschreckt. Hat aber lange für diese Wörter getippt. Speicherbolster. Ja, ich hab. Und die Kiste. Leg da mal einen Schraubendreher rein. Für den Fall der Fälle, oder? Nee, wir kommen vielleicht nicht mehr zurück. Ja, okay. Dann solltest du die letzten Münzen auch mitnehmen. Obwohl, macht ja keinen Sinn, wenn wir eh nicht mehr zurückkommen. Für den Fall, dass wir zurückkommen, sind sie an der Kiste. Dann brauchen wir die jetzt nicht. Ja. Speichern wir hier. Ja. Warte, Lukas, ich speichere kurz. Wir schnappen uns hin! Selbstschutzanlage. Bleib mal. Kannst weitergehen. Nein, die hat mich immer noch. Sonst hätte sie losgeballert. Lol. Ich sehe ja. Die hat mich. Deshalb wollte ich die rot. Die hat mich gesehen. Die leuchtet grün, wenn sie mich nicht sieht. Wie zum Teufel bist du noch am Leben? Du solltest tot sein! Wir haben deine E-Mails. Wir wissen, dass du jemandem Infos gibst. Das geht dich verdammt nochmal nichts an, Chris. Viele Leute da draußen möchten etwas über unsere kleine Ivy wissen. Viele Leute. Deine Freunde, die Connections, wissen davon? Den scheinen wir nicht von der persönlichen Sorte. Das ist meine Sache. Lass die meine Sorge sein. Du wirst alle Hände voll zu tun haben. Das wird eine richtige Karte im Kampf. Locker gegen ihn selber. Verwandelt sich locker selber dann in unseren Arschloch. Ja. Ein bisschen dämlich ist das schon, wenn er einen Soldat nicht treffen kann, auf dem Boden liegt. Ich nicht. Nein. Ich glaube es nicht. Glaub es. Es ist vorbei. Nein. Niemals. Halt's Maul und akzeptier's, Lukas. Oh, das wird dir gefallen, nicht wahr? Oh, Junge. So fühlt sich das also an. Wir haben hier unten ein Problem. Infektion bei kritischer Masse. Ach, erzähl mir was Neues.
Ich hab da etwas für dich. Du bist total am Arsch! Du musst mit Vorsicht vorgehen. Extremer Vorsicht. Oh, das ist anders. Nicht, dass ich das tue, seit wir hier sind. Und nächste Folge geht's weiter. Ciao. Go,